Soldaten und Polizisten umstellen eine ganze Großstadt. In El Salvador gehen die Sicherheitskräfte hart gegen die Bandenkriminalität vor. Die Großstadt Soyapango, nahe der Hauptstadt San Salvador, wird von rund 10.000 Einsatzkräften umzingelt. Militärfahrzeuge und Polizeiautos fahren durch die Straßen. Sicherheitskräfte suchen nach Bandenmitgliedern. Auch Drohnen sind im Einsatz. Die Regierung hatte im Frühjahr wegen der hohen Kriminalitätsrate den Ausnahmezustand verhängt. Seitdem wurden Tausende Bandenmitglieder festgenommen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren den Ausnahmezustand, da er unter anderem Inhaftierungen ohne Richterbeschluss ermöglicht. Dies sei eine drastische Einschränkung von Grundrechten.